Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Songs of Silence, der Demo. Ein Spiel, was ich glaube im Mai in der Vollversion oder in Early Access erscheint. Und es ist ein Strategiespiel mit fantastischen Fantasy-Elementen. Und wir starten mal direkt in ein neues Spiel rein. Es gibt natürlich noch keine deutsche Sprachausgabe, aber das ist egal. Aber warte, Language. Ihr seht, gibt es nur Englisch. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir machen die Kampagne und fangen direkt vorne an. Wir machen Restart, weil ich das Spiel schon mal ausgetestet hatte und es für ganz lustig empfand. Ich habe immer noch ein bisschen Hustenreiz. Ich werde mich dann immer so muten. Und dann ein bisschen husten, aber kriegt nichts von mit. Hören wir mal zu. The day the Purgatory came. The day our homeland was devoured by silence. The day everything turned to dust. Tja, dramatisch. So, da sieht man schon, wie die Kämpfe ablaufen. Da kann ich jetzt noch nicht großartig eingreifen. Oh, warte mal. Keine Ahnung. Ich kann doch schon irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich kann ja diese Karten hier ausspielen. Ich habe keine Ahnung, ob das... Keine Ahnung, ob ich irgendwas machen kann. Either to save them or to perish by their side. Ja, ich verliere gleich. Oh, das war's. Aber ihr habt schon Eindruck bekommen, wie das gleich ablaufen wird. Da war natürlich das Ende schon vorbestimmt. Only I remained to protect the survivors of our once mighty kingdom. But in my darkest hours, doubt took hold. How can I lead these people? Where to? Am I really worthy to be their queen? Absolut bist du das. In my moment of despair, a golden light appeared from above. It was Isla, a holy celestial bird who had once guided my mother. I hear you, faithful guardian. Please show us the way. Das kostet aber 3 Mark. Na gut, zahle ich. Guided by Isla, Lorelei heads for the allied kingdom of Elbin. Her only hope is that Hauser, a loyal friend of her father and aid to Elbin's king, can grant her people sanctuary. Die Namen der Städte sind alle sehr deutsch. At long last, the people of Erengard arrive at their destination, but something's amiss. Elbin's roads, fields, and villages are deserted. An ominous silence hangs thick in the air. Ja, nichts ist so, wie wir uns das ausgemalt haben. Da ist unser Vogel. Look, everyone! Isla has found Elbin's capital. If we make haste, we could be there on the morrow. Genau, so, jetzt geht das hier los. Das war die Vorgeschichte. Das hier ist unser Trupp. Ja, und der wird von unserer Heldin hier angeführt. Wir können uns hier den Trupp mal angucken. So sieht das aus. Das hier sind unsere Reserve. Ist unsere Reserve, die wird erstmal nicht am Kampf teilnehmen. Das ist unsere Armee. Und die besteht eben aus unserer Heldin. Dann haben wir hier die Kavallerie. Die Iron Swords. Dann haben wir... Die Ranger, das sind natürlich Archer, also hier Bogenschützen. Und hier ist nochmal die Honor Guard, die Ehrengarde, die jeder Held natürlich braucht. So, damit sind wir unterwegs und so ist auch die Schlachtaufstellung. Warte. Achso. Ich will bitte wieder raus. Commanding Armies. Ja, das ist jetzt hier Tutorial. Ach, da oben ist das X, genau. So, und jetzt haben wir Bewegungspunkte. Das sieht man hier. Oh, das ist zu weit weg. So weit können wir nicht laufen. Aber hier. Bis da kommen wir.
Und die werden wir jetzt einfach mal ausgeben, diese Bewegungspunkte. Und geraten hier direkt in den ersten. Was ist das hier für einer? Was ist das für einer? Friedland Outcasts. So, eine, das ist jetzt eine Armee, die hat 3 Einheiten. Jager ist der Einheitenchef hier. Und da müssen wir mal ran jetzt. Der versperrt uns den Weg. Wir wollen ja hier zum Schloss. Unser erstes Schloss. State your name and kingdom. I'm Princess Queen Lorelei of Arengard. We seek an audience with King Atron. You're an ally of Elben, then. Which makes you our enemy. Tja, das war seine letzte Fehlentscheidung. Denn jetzt werden wir ihn hier vom Schlachtfeld pusten. So. Welcome to the Battleground. Ich werde das jetzt mal ein bisschen verkürzen, weil ich habe schon einmal reingespielt und bilde mir ein, ich bin schon richtig gut. So, ihr habt es gerade schon gesehen im Intro, was, wie das im Grundsatz funktioniert. 2 Armeen stehen sich gegenüber und wir haben diese Karten noch zusätzlich, die wir ausspielen können und damit das Zünglein an der Waage in der Schlacht sind. Ich mache mal den Game-Sound hier ein bisschen leiser, weil jetzt nur diese Kriegsfanfaren blechern, klingen. Und ansonsten nichts erzählt wird von Bedeutung. So, das sind die Feinde. Ich habe hier den Knightly Charge und kann damit meine Kavallerie in die gegnerischen Reihen befördern. Das hier ist der Divine Spark. Im Umkreis dieses Zaubers werden die Einheiten geheilt, die mir gehören. Bis zu 20 Lebenspunkte. Und die Toten haben eine 40%ige Wiederauferstehungschance, sehe ich das richtig? Oder die vielleicht sterben, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es eine Auferstehungschance. Das hier ist Retreat, das brauchen wir nicht. Hoffe ich zumindest. Wir fangen mal an mit Knightly Charge. Ich kann das, Verzeihung, während der Pausephase aktivieren und jag mal meine Kavallerie einfach hier in da rein. Ich könnte auch so machen. Aber ich jag die erstmal in die rein. Bam. So, und das wird jetzt direkt, wenn ich auf Play mache, wieder ausgespielt. Oh, let's go! Geil. So, und diese hier, das sind meine Archer. Die sind natürlich sehr langsam. Die bewegen sich jetzt vorwärts Richtung Feind und schießen währenddessen. Und hier die Kavallerie macht richtig geilen Scheiß. Und ich mache jetzt hier Divine Spark. Heile meine Einheit, wie ihr seht. So nehmen die keinen Schaden. Und hier kommen die Phalanx, ne? Die Speerträger. Oh, guck mal hier, der letzte da. Der letzte kleine Hansi-Mann. Der rennt verzweifelt an. So, und ohne Verluste, so wie ich das richtig sehe, haben wir unseren ersten Sieg nach Hause gebracht. Kriegen XP und ein bisschen Geld. Das brauchen wir gleich, um neue Einheiten zu kaufen. A cold shiver runs down Lorelei's back. She came here for safe shelter. What will become of her people now? Ja, Fragen über Fragen. So, Tschüssikowski, den haben wir vernichtet. At war with Friedland. Our situation is even more desperate. I have to hurry. The capital might be in danger. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Da ist die Hauptstadt Silberstein. So, und das Ganze ist auch rundenbasiert. Das heißt, wir müssen jetzt hier unsere Runde beenden. Ihr seht das hier anhand dieser Farben. Wir sind ja blau. Dann gibt es noch die roten, die grünen und die whatever das ist. Die World. Alle anderen Kreaturen. Wir beenden die Runde und alle dürfen ihren Zug machen. Und jetzt sind wir wieder dran. Und jetzt marschieren wir mal auf die Stadt. Ich guck mal ganz kurz vorher, ob ich eventuell in den Audio-Settings mal die Musik ein bisschen runterdrehe, damit das gleich der Dialog laut bleibt, aber die Fanfaren nicht. So. Wir können es auch vorher übrigens das hier angucken, was die hier haben, die Leute, bevor wir da hinmarschieren. Also da sieht man das auch, ne? Reserves, Garrison und Army. Garrison bedeutet also quasi die Garnison, die in dieser Festung dauerhaft verbleibt, um sie zu verteidigen. Die würde dann nicht mitmarschieren. Alles, was marschiert, ist Armee. Und die Reserves kommen auch mit. So, aber die kämpfen nicht direkt. Lorelei rides with all haste through Silberstein's crowded streets, headed for King Atron's throne room. Her old friend Hauser lowers his mirrored mask and greets Lorelei with a warm yet weary smile. Elbin's monarch is nowhere to be seen. So, continue. An der Stelle, Sandmann, vielen lieben Dank. Lady, it's good to see you. The skies over Elben grow dark.
What brings you here? I need your help, old man. A purgatory has consumed Arengard. Gods help us. This is grave news indeed. And your parents, your highness? They... I'm queen now. I'm so sorry. I'm sure King Atran will grant you sanctuary. But first, we need to rescue him from Doran's citadel to the north. My people are tired, old man, but if we must... Oh, oh, da ist der Vogel wieder. Krah! Thank you, m'lady. We need to break the siege before the citadel's defenses are breached. So, das ist unser Auftrag. Also, wir haben jetzt diese Stadt erreicht. At your command. Wir haben jetzt hier eine neue Karte, Build Up. Okay, da können wir das Prosperity-Level, Wohlstandslevel erhöhen von 2 auf 3, aber die Karte ist noch gesperrt. Dafür müssen wir das, dieses Meta da auffüllen. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Prosperity Point Meter completely filled. Ich weiß nicht genau, wo der Prosperity Meter ist. Irgendwo wird es, das ist es auch nicht. Naja, wir werden es rausfinden. So, wir sind in der Stadt. Das hier ist unser zweiter Held. Den können wir uns auch mal kurz angucken. Das ist die Armee des zweiten Helden. Der hat andere Karten. Der hat Divine Aid. Dann können wir Einheiten beschwören. Dann haben wir Golden Temple. Ist, glaube ich, eher für eine Befestigung. Da können wir nämlich dann so einen Tempel, der uns plus 4 Divine Favor gibt, errichten. Und das ist Divine Intervention. Da können wir auch 2 Luminanten beschwören. Und das ist hier wieder Retreat. Das brauchen wir natürlich nicht, weil wir niemals retreaten werden. Okay, also diese beiden Armeen stehen uns zur Verfügung. Genau, da ist diese Tempelgeschichte, Golden Temple. Die können wir jetzt da reinhauen. Oder? Warte. Nee. Hier, das will ich spielen. Ach, kann ich nicht. Brauche ich 80 Öcken für. Wir haben keine 80 Öcken, deswegen geht das nicht. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal in die Burg rein. Und jetzt können wir unsere Armee verstärken. Da ist jetzt ja quasi unsere Königin. Wir sehen, unsere Kavallerie hat Schaden genommen. Müssen wir jetzt mit leben. Und ich kann mir jetzt neue Einheiten kaufen. Allerdings habe ich ein Unit, also eine Begrenzung von 6 Einheiten. 5 haben wir schon drin, wie man sieht. Ich kann die auch austauschen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die gute Kavallerie kommt jetzt mal hier auf die Reservebank und muss sich heilen. Ich kann mir hier neue, das sind Nahkämpfer, das sind natürlich wieder Archer, kaufen. Oder Iron Swords, die kosten 90 Gold, das kann ich mir sogar leisten. Und die hier mit hinsetzt, jetzt habe ich hier quasi eine volle Kavallerie. Die ist ein bisschen angeschlagen, könnte ich in der Reserve lassen und stattdessen sagen, ich kaufe mir nochmal Worms, diese hier. Jetzt habe ich sehr viel Geld ausgegeben, die können sich in der Zeit heilen und ich kann jetzt mit diesen Leuten aufbrechen und dafür sorgen, dass wir die Stadt entsetzen, die gerade angegriffen wird. Okay, dann gehen wir aus der Stadt raus und marschieren mal. Oh, guck mal, da ist wieder irgendein Feind noch. Oh, guck mal hier. Da ist noch ein Feind. Seht ihr das? Im Nebel verborgen. Greife ich direkt an. Oh, ich kann nicht mehr weiter bewegen. Bewegungspunkte sind aufgebraucht. So, der hier, der Johnny. Achso, warte mal, was ist denn hier mit? Das sind die Strategiekarten. Blaue Karten, die werden Strategiekarten genannt. Und die können auf der Strategiekarte, auf der wir uns gerade befinden, gespielt werden. Select a hero or... Ho, ho, ho. Verzeihung, leicht nerviger Hustenreiz. So, die können wir jedenfalls spielen. So, kosten Ressourcen, wie hier auch steht. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir die Ressourcen nicht haben. Wir können ihn jetzt noch verstärken. Ich kann mir, glaube ich, hier keine Einheiten kaufen. So ist es. Ich muss dafür in die Stadt gehen. Ich habe aber gar nicht mehr so viel Geld. Wir gehen mal mit denen in die Stadt. Und dann gucke ich mal, was kostet hier so ein Bogenschütze? 80 Öcken. Wir haben 62 Öcken. Also den können wir jetzt nicht kaufen. Wir könnten uns so ein... Freund hier, die habe ich schon gekauft, man darf nur pro Runde einmal die Karte spielen. Die habe ich auch schon gespielt, also kann ich nichts machen gerade. Dann bleiben die in der Stadt und bewachen die. Und die andere Einheit wird beim nächsten Mal angreifen, was sie jetzt noch nicht kann.
Deswegen müssen wir die Runde beenden. Und das müssen wir erstmal aus dem Weg räumen, bevor wir dann... Please hurry, my lady. Ja, ja, ja. Das machen wir gleich. Wir haben noch 5 Runden Zeit, bis wir diese Stadt da verlieren. Aber jetzt werden wir erstmal angreifen. Easy win ist die Prognose. Alles klar, let's go. So, hier geht's direkt heiß her. Pausieren. So, Nightly Charge. Wo wollen wir reinchargen? Wir können hier reinchargen oder auch hier, wobei die sich sehr viel bewegen. Ich charge mal hier rein. Die werden so ein bisschen auseinandergerissen. Divine Spark machen wir. Und zwar... Na, wo machen wir Divine Spark? Aber die hauen ab. Die hauen alle ab. Hier, also bleibt mal stehen. So, die haben wir jetzt gerettet. Die Bogenschützen sind langsam, aber die sind noch langsamer hier. Das sind unsere Phalanx. So, jetzt gehen sie mal in den Spurt. Dankeschön. So, jetzt lass mich kurz pausieren. Wir haben hier noch eine vereinzelte Truppe, die ist auch gleich weg. Wir können jetzt noch mal hier was reinschicken. Den Charge sozusagen machen und die noch mal auseinandersprenkeln. Und dann war's das. Ah ne, da ist noch einer. Guck mal. Das ist der letzte Hanselmann. Hier sind Sling Shot Schütze. Victory, okay. Jetzt haben wir hoffentlich Geld und Erfahrungspunkte und sind sogar schon auf Level 2. Sehr gut. Und das ist jetzt unsere Festung. Die haben wir jetzt erobert. I am sorry about your parents. I should have been there. I'm glad you weren't. Warst du aber nicht. You would have only shared my father's fate. You must be cautious, my lady. We can't afford to lose your bloodline. So, jetzt können wir pillagen. Bisschen wie bei Civilization. Machen wir aber nicht. Dann würden wir nämlich die Stadt abwerten. Unser Prosperity Level würden wir um eine Stufe verschlechtern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist unnötig. Weil das jetzt ja unsere Stadt ist. Und warum soll ich jetzt meine eigene Stadt pillagen? Das wollen wir ja natürlich nicht. Stattdessen, genau, Level 2 ist hier Friedland Pass. Prosperity Level 2. Ja, das werde ich jetzt ja nicht hier kaputt machen. So, ich kann jetzt Level Up machen. Diese Karte hier, die spiele ich natürlich auf meinem Helden. Und jetzt kann ich mir ein Upgrade aussuchen. Das ist ganz geil. So, das heißt, wir können entweder die Karte, die ich bereits habe, Divine Spark, upgraden. Und wir sehen, Chance to Revive is increased to 60% und Maximum Lebenspunkte Healed is increased to 25%. Also das ist die Karte, die wir schon haben, die wird nur ein bisschen aufgewertet. Oder wir können eine von zwei neuen Karten nehmen. Das eine ist der Realm Builder. Play on a friendly location to add a permanent High House building to the location. As long as the High House remains on the location, it increases the income by plus 7 gold and the location growth by plus 1 prosperity per turn. In addition, a Rage Sworn, keine Ahnung, wie man es ausspricht, become a recruitable from this location. Okay, das ist auch interessant. Das heißt, das spricht eher dafür, dass wir das auf dem neuen Outpost errichten, wenn wir diese Karte nehmen, weil wir dann auch diese Einheit dort bauen können. Und das zweite ist Encamp Army. Play on friendly army to bless it. The army loses all remaining movement, returns to battle formation, restores 20% of its health and gains regeneration. Units heals every turn. The blessing is removed when moving the army. Okay, also nur eine Karte, die wir dann auch in der Schlacht ausspielen können, diesen Divine Spark. Ich würde mal sagen, wir nehmen diese hier, Realm Builder. Die scheint mir mächtig zu sein, kostet natürlich auch. Wir haben 80 Building Material, die kostet 75 und 30 Gold. Also wir können die auch direkt ausspielen. Dann nehmen wir mal diese hier. Die ist jetzt in unserem Deck. Das ist gut. Und meine Army Capacity ist auf 7 hoch. So, und jetzt können wir mal gucken, diese Karte, ich würde mal vorschlagen, weil wir gucken erstmal. Ja, wir können nämlich tatsächlich hier noch nicht diese Einheit rekrutieren. Aber wenn ich jetzt diese Karte spiele, bauen wir hier einen Turm, voll geil. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich die Stadt hier auch oder diesen Außenposten auch dementsprechend verteidige. Denn wir sehen hier im Wald schon die nächste Gefahr. Aber die würde ich jetzt erstmal ignorieren und
uns hier auf das da konzentrieren. Jetzt gucken wir mal, wie sieht das aus mit Heilen? Also die müssen alle ein bisschen geheilt werden. Die sind immer noch in Reserve. Garrison, genau, das ist der, habe ich euch erklärt. Da ist es jetzt hier ein Tutorial, das können wir noch wegklicken. Und Reserves auch. Die Reserves, die können Loot Wagons auch benutzen. Das heißt, wir können dann da Sachen für uns looten. Und wenn wir niemanden haben in den Reserves, dann kann den auch, glaube ich, keiner verteidigen, diesen Lootwagen. So. Die sind immer noch nicht durchgeheilt. Deswegen warten wir jetzt hier nochmal eine Runde und sehen zu, dass die hier einfach sich durchheilen. Ich kann diese Einheit auch wieder raufziehen. Und wir können... Ah, das ist auch wieder Tutorial Card Types. Ja. Oh, was ist das hier? Geil. Das ist ja doch eine andere Einheit. Habe ich die verwechselt? Iron Sworn. A Rage Sworn ist nochmal was anderes. Verstehe. Cool. Das heißt, die kann ich jetzt hier rekrutieren. Oder ich könnte nochmal für lächerliche 50 Gold die etwas schlechtere Einheit kaufen. Ich lasse die jetzt mal stehen und ziehe stattdessen die zweite Einheit mit. Das sind die hier. Und werde für die nochmal Geld in die Hand nehmen. So, jetzt haben wir zwei Phalanx. Ich lasse hier nichts drinne. Und mit dieser Einheit... Ja, nochmal Tutorial. Multiple Heroes, genau. Der Einheit gehen wir jetzt zu den Johnnies da. Und, oh, die haben 5 Units. Könnte gefährlich werden. 5 Units. Ich probiere das einfach mal. No risk, no fun, ne? So, das könnte gefährlich werden. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier... Warte, kurz Pause. Diese Karte, Divine Intervention. Damit kann ich 2 Luminance summonen. Und das machen wir jetzt direkt mal. Und lassen die mal hier in den Rücken des Feindes spawnen. Und das hier ist... die sind auch ultra nervig mit diesen Blitzen. Sind das eigentlich meine Johns? Sind das meine Blitze? Oh Gott, ich hoffe. Ich hoffe. So, die muss ich so oft spielen, wie es irgendwie geht. Könnte sein, dass das nach hinten losgeht, tatsächlich. So, den beschäftigen wir mal eben mit dem Summons. Oh, oh. Und was machen die da? Die machen die... Ah, die machen die Säureattacke. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, die haben wir komplett verloren gerade. In der Säure. Das ist mega blöd. Die müssen hier weiter kämpfen. Da kommen wieder neue Einheiten. Oh, 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 oh. Okay, die gehen down. Jetzt... Sieht's, glaube ich. Ich glaube, es sieht okay aus, weil unser Held hier macht Schaden. Retreat spielen wir natürlich nicht aus. So, ich mach mal die Säure-Johnnies, müssen mal angegriffen werden. Die sollen beschäftigt werden, die sollen ja nicht auf meine anrückenden Truppen gehen. Ja, das ist gut, die sind beschäftigt. Die halten noch nicht viel aus. Ist gut. So, und jetzt brechen die hier durch und machen den anderen da Platz. Sehr gut. So, jetzt kommen die nächsten. Gesummoned. Sehr gut, jetzt ist der Säurebaum weg. Aber das schaffen wir. Wir haben natürlich auch Verluste tatsächlich. Aber so ist es manchmal im Leben. So, der summoned. Irgendwer summoned hier durchgehend hier diese, ne? Die werden hier durchgehend gesummoned von meinen Zauberern. Sehr gut. Oh, wir haben sehr viel Erfahrung. Sind jetzt auch hoffentlich schon Level 2. Und 153 Gold haben wir auch. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt ist die Gefahr beseitigt. Weg. Stark. Und wir haben Level Up. Und jetzt können wir auch hier wieder gucken, welche Karte wir aufwerten wollen. Also entweder wir können Divine Aid upgraden oder wir können hier diese neue Battlecard Protection machen. Affected friendly combatants become immune to damage and negative morale for 6 seconds. Oh ja, Fliegen Units, Rally and Reform. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber affected, also von diesem Zauber affected hoffentlich und nicht von irgendeinem Malus affected. Ja, finde ich ganz gut. Oder das hier, Call Reserves. Call the least damaged combat unit from your army reserves onto the battlefield.
Okay, das heißt, ihr habt es ja gerade schon gesehen, wir haben ja diese drei Bereiche. Das eine ist Garrison, das sind ja die fest stationierten Einheiten. Und dann gibt es eben die Armee und die Reserveeinheiten. Und da kann ich ja Leute parken, die dann entweder keinen Platz mehr haben, weil die Armeebegrenzung erreicht ist, oder die sich dort gerade heilen lassen. Und die kann ich dann als zusätzliche Brigade oder was auch immer nochmal aufs Schlachtfeld ziehen. Ist aber vielleicht nicht dauerhaft von Nöten. Deswegen finde ich das ganz gut, dass ich für 6 Sekunden jemanden beschützen kann. Und das ist aber auch eine sehr mächtige Karte. To reduce its divine favor cost. Ja, ich nehme mal diese hier. Dann haben wir 2. Obwohl ich die andere auch sehr mag. Okay. Und wir können jetzt einen Tempel, aber dafür fehlen uns die Baumaterialien. So. Das hier ist wieder irgend so ein Camp. Das können wir gerade aber nicht erobern, glaube ich. Da sind zu viele Feinde. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich glaube, wir werden... Kann er sich noch bewegen? Nee, oder? Er kann hier noch zurück. Ja, wir machen das so. Ach so, kennt kann wenn die Förse. Okay, dann warten wir nächste Runde. So, 4. Siege ends 4 turns. Ja, mach keinen Druck. Ich muss meine Einheiten erstmal heilen. So, ich muss meine Einheiten heilen. Das ist jetzt, hat jetzt erstmal Priorität. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben 6 von 7 Units. Das heißt, wir könnten jetzt... Wir haben nicht genug Geld für diese geile Rage Thorn Unit. Wir könnten jetzt aber noch eine für 50 Öcken... so eine Hearthguard rekrutieren. Dann haben wir auch unsere volle Armee-Stärke erreicht. Und die sind nicht ganz durchgeheilt, wie man leider sieht. Power, ja, vielleicht, ja, ich habe schon Lust, noch eine Runde zu warten. Werden die hier eigentlich jetzt geheilt oder muss ich die in die Reserves packen? Ich dachte, die werden hier auch geheilt. Wenn ich jetzt noch eine Runde warte, werden die hier? Nee, das verändert sich nichts. Ich glaube, dass das egal ist. Ja, warten wir noch. Ich meine, das ist schon geil, das Zeug hier. Wir haben die Möglichkeit, noch eine Runde zu warten, weil wir haben noch 4 Runden Zeit. Müssen wir uns nicht stressen. Und er hier, der muss ganz dringend mal, komm, der geht mal hier hin und muss seine Wunden lecken. So, wie sieht es denn bei dem aus jetzt? Ja, guck mal, die werden hier auch geheilt, okay. Ja, also der hat jetzt nur noch 3 Einheiten, den Rest hat er verloren. Aber das waren, glaube ich, nur diese etwas weniger wichtigen Einheiten, die wir verloren haben. Ach, guck mal, der hat die Kohle, der hat die 212. Ach, warte mal, es gibt unterschiedliche Portemonnaies. Der hat andere Portemonnaies. Das ist ja interessant. Verstehe. Ich dachte, wir haben ein gemeinsames Portemonnaie. Aber dem ist gar nicht so. Ja, dann kann der sich natürlich diese geile Super-Einheit auch leisten. Aber dann würde ich jetzt einfach mal die Kohle, die der hat, auch ausgeben. Kavallerie ist, glaube ich, wichtig, weil die anderen sind so langsam. Und dann kann die Kavallerie schön übers Feld galoppieren. Und der hat immer noch Asche. Und dann füllen wir das damit auf. So, und jetzt ist das wieder eine richtig schlagkräftige Armee. Das ist gut. Und... Wir brauchen auch Kohle. Wir warten eine Runde. Wir setzen eine Runde aus. Und gehen jetzt gleich dann dahin. We have to break this siege before ja, wir it's too late. Machen wir. Versprochen. Versprochen. So, jetzt haben wir 89 Mark. Weil wir Einkommen haben mit jeder Runde plus 47. Und damit werden wir jetzt einfach nochmal so eine stinknormale Standardeinheit kaufen. Ich könnte auch die Garrison mitnehmen. Aber die bleibt jetzt hier einfach drin. Die wird... Obwohl, wir können die auch austauschen, weil die sind ja angeschlagen. Ey, was ist los? Warum geht das denn nicht? Achso, gehört mir irgendwie nicht. Whatever, keine Ahnung. Darf ich nicht benutzen. Ich dachte, die darf ich auch nur die Landwehr. Dann bleibt doch halt da. So, wir sind noch nicht wirklich durchgeheilt hier.
Aber wir ziehen jetzt los. Und zwar ran an die Bulette. So, es gibt einen Ambush. Wir wurden... wir ambushen, Leute. Das ist natürlich fantastisch. Wir haben die jetzt quasi im Rücken erwischt. Und jetzt werden wir hier einmal die Archer richtig durchjagen. Super gut. Das Ding ist auch mega nervig. So, da machen wir unseren Zauber drauf. Oh, oh, oh. Okay, das hat gedauert. Jetzt machen wir das Katapult kaputt, bitte. Oh, 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 oh. Da haben wir hier gerade ein Problem. Die sind gleich komplett weg. Oh, Mann. Okay. Oh, Mann. Da müssen wir rein. Das Katapult, ist das hoffentlich schon zerstört? Ja. So, da kommt wieder ein einzelner Hansi-Mann. Okay, das war aber ein kostspieliger Erfolg. Tatsächlich. The King is safe. Ja, was ist passiert? Also, ich erkläre euch kurz, was passiert ist. Die haben einen Belagerungsring um die Stadt geschaffen. Und die haben natürlich dann, während sie belagert haben, nur quasi ihre Position aufs Innere des Ringes geworfen, da wo die Burg steht. Und nach hinten haben sie nicht richtig aufgepasst. Deswegen haben wir gerade einen Hinterhalt gelegt, der uns einen Vorteil im Kampf verschafft hat, weil die Einheiten haben uns den Rücken zugedreht und sie waren nicht richtig in Formation. Deswegen hatten wir einen kleinen Vorteil und haben jetzt diese Stadt hier entsetzt, also die Belagerung zerschlagen und können die jetzt befreien. I am forever in your debt, but alas, I must request your assistance one more time. Okay. I'm not here to fight. All I want is a new home for my people. The Friedland capital can be that home. Just help me end this war. Then I will oblige. But only for the sake of House Arengard. Arengard. Queen Lorelei will need your support. Go! Attack Sternsicht at once! Sternsicht. At your command. So, da ist Sternsicht, ne? Wo der Adler ist. Friedland must live! Ja, auf jeden Fall. A once proud city. Many years of conflict have taken their toll on Friedland's capital, Sternsicht. Sternsicht. From atop a crumbling battlement, their aging matriarch, Raduin, surveys her kingdom's war efforts. Geil. Let's rest or stay close to our healers. So machen wir das. Healing damaged units. You rescued the king. Well done. Your army suffered some losses. Don't fret. As long as there are some survivors, a unit can be healed back to its full strength, free of charge. To do so, you must leave them inside a location with a supply perk like the fortress. Each turn, they will restore some of their lost health and fighters. Always try to keep damaged units safe by placing them in your army's reserves. This fortress also offers new unit recruitment options. Don't forget to rest and refill your armies regularly. Ja, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. So machen wir das. So, jetzt haben wir hier diese Zitadelle auch erobert. Jetzt können wir mal kurz schauen. Jetzt haben wir das, das und das. So, was haben wir denn hier? 5 und 1. Oh, das ist King Atran. Das ist dieser Friedland Pass, den wir gerade hatten. Da müssen wir mal gucken, dass wir da nicht irgendwie Ärger kriegen. Und diese beiden roten, das hier, das sind natürlich dann unsere Ziele, ne? Auf die wir hinarbeiten müssen. Hier ist auch noch was, das können wir vielleicht auch klauen, bevor wir uns die hier schnappen. Ich weiß es nicht, das hat Stufe 3. Der will uns doch nichts Böses hier, oder? Das ist doch ein Kumpel, King Atran. Von daher müssen wir jetzt hier nicht so feige sein. Der hat sehr viel Geld, der Typ. Er ist ein ziemlich reicher Mann. Und... warte, kann der irgendwas... Hier, der kann diesen Tempel... Ah, da fehlen uns 80 Baumaterialien. Wir haben nur plus 20. Das heißt, da können wir gerade nichts machen. Sie kann auch nichts machen. Ah, jetzt haben, ich bin mir nicht... Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt ein geteiltes Portemonnaie haben. Jetzt sieht es so aus, als wenn wir ein geteiltes... Habe ich vorhin irgendwas vercheckt? Jetzt
Wenn man geteilt ist, Paoni. Ich glaube, ich habe irgendwas vercheckt vorhin. So ein typisches Nils-Ding war das. Egal. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben ein bisschen was verloren. Wir können uns hier die Oathsworns kaufen. Heavily Armored, but Slow Foot Knights. Okay. Also das sind Fußritter, Fußsoldatenritter. Oh, Starshower Catapult. Da brauchen wir aber erst Prosperity Level 2. Und das ist erst auf 1. Und okay, da müssen wir das Prosperity Level hier voll machen. Das dürfte dann das hier oben sein. Und dann können wir die hier auch spielen. Build up. Ja, da können wir das Prosperity Level erhöhen. Müssen wir natürlich auf Sicht machen. Wir brauchen eine starke Wirtschaft. Können wir das hier auch... Warte mal, was kostet das? 75 Jahre, wir haben nicht genug Building Material. Wir müssen irgendwas bauen, was uns mehr Building Material gibt. Damit wir geileren Scheiß bauen können. So, was haben wir denn hier? Fortified. Supply. Garrisoned, ja. Und Regeneration 2. Wir haben hier kein Building dran. Ja, wir müssen das aufwerten. Wir müssen diese Standorte irgendwie aufwerten. Okay, also wir können jetzt hier die kaufen oder wir schicken die zurück hierhin und kaufen das hier, Rage Sworn. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt, das zu machen. Wir können ja aber auch sagen, wir lassen hier mal kurz jemanden zurück in der Garnison, so dass die hier... Falls irgendwer angerannt kommt, dann haben wir zumindest ein paar Einheiten hier und schicken sie jetzt mal los, damit wir uns hier verstärken mit dieser Einheit. Ich will die einfach jetzt sehen, wie die ist. So. Geh mal nach Hause. Warum geht das nicht? Ist er da drin? Er ist doch da drin. Achso, ich habe keine... Ich kann mich nicht mehr bewegen, oder? Can't move any further, genau. Yo. Dann ist die Frage, wir könnten noch Folgendes machen. Er hat ja noch gar nichts gemacht. Und er ist ja auch jetzt wieder recht stark. Er könnte doch mal hier rangehen an die Bulette. Das sind nur so Eberköpfe oder was ist das? Ich sehe das gerade nicht. Wir attackieren die jetzt mal. Was soll schon schief gehen? Oh, warte, Pause. Erstmal Analyse hier. Was ist das? Was sind das für Schweine? Furor. Protection. Okay, wir können unsere Leute hier ein bisschen schützen. So. Machen wir direkt. Schutz! Oh fuck, die machen hier einen richtig harten Angriff. So, was ist hier? Divine Intervention. Das machen wir direkt damit in die Mitte, dann sind die verwirrt. Oh, die machen aber richtig Ärger. Aber die sind natürlich jetzt auch eingekreist, ne? Ja, die können da nichts mehr machen. Tschüss. Victory. Okay, das war ein sehr überzeugender Sieg. ...94 Öcken verdient. Wir brauchen aber mehr Building Material. So, was ist das hier für eine Location? Was haben wir hier? Rebuild. Achso, play on this destroyed location to rebuild it to Prosperity Level 1. Das klingt sehr verlockend. Das machen wir. Das kostet 40... Material, wir haben 45 Building Material, deswegen machen wir das jetzt. Und haben dann hier wieder einen weiteren Stützpunkt erobert. Das ist doch super. Was ist denn das für ein korruptes Land hier? Irgel, da sind noch wieder so Eberköpfe. Okay, was haben wir denn hier Feines? Prosperity Level 1. Sieht ganz gut aus. Die heilen sich hier, das gefällt mir. Da warten die jetzt. Und... haben Spaß. Und in der Zwischenzeit gehen wir auf unsere andere Heldin und reisen hier hin. Hallo? Was ist los? We can't move any further. Achso, warte, ich hatte die Runde doch noch nicht beendet. Jetzt beende ich die Runde. Sollten wir erstmal die anderen was machen? Genau. Runde 6. Und jetzt holen wir uns diese prachtvolle Einheit. Und zwar diese hier. Für 130 Mark. Geil. Wow. Hammer. Hoffentlich Hammer. Ich bin sicher. Jetzt haben wir noch 150 Öcken.
Jetzt können wir uns noch so eine billige Einheit holen, machen wir aber nicht. Stattdessen darf ich wieder zurücklaufen, oder? Ja, geil. Zurück. Und ich hätte jetzt auch warten können, fällt mir gerade auf, und in der nächsten Runde die nochmal kaufen. Aber ich will die ja auch nochmal ausprobieren. Die ist dann sehr divers besetzt. So. Und dann haben wir jetzt 4 von 7 und dann kann ich hier die Garrison wieder voll machen. So. Das war echt nice. An den Flanken die Kavallerie, wie sich das gehört. Dann haben wir hier diese komische Honor Guard und das ist schon super. Die Rage Sworn. Ich fühle mich gut. Gut fühle ich mich. So. Die machen da Spaß und... Nee. Zack. Wir haben auch keine Einheit verloren. Das ist super. Sparen uns jetzt die Kohle. Ach, guck mal hier. Das ist so ein Loot Wagon. Ich glaube, was hat der? 94 Öcken hat er geladen. Sehe ich das richtig? Rented out by the playful Kobold race. These heavy beasts of burden have been widely adapted by the Starborn to transport their spoils of war. Ja. Ist, glaube ich, was Gutes. Okay. Jetzt können sich alle mal einmal durchheilen. Und dann werden wir hier nächste Runde mal einfach richtig Ärger machen. So. Your turn. Okay. Wir können auch daran. Was können die denn? Ach, guck mal, das sind nur so 3 kleine. Die können wir doch besiegen. Kostet das irgendwie Lebenspunkte, wenn ich in dieses korrupte Land einmarschiere? Ich hoffe nicht. Aber wir können jetzt sagen, hier, unsere Freunde gehen erstmal daran. Das ist ein easy win, sehr gut. Die nehmen wir mal aus dem Spiel, damit die uns nicht in den Rücken fallen können. Und werden jetzt als erstes, die Protection machen wir jetzt noch nicht. Okay. Jetzt machen wir als erstes die Divine Intervention und gehen dahin. Das heißt, die werden jetzt erstmal, da wird in den Rücken geboxt. Aha, die müssen umdrehen, das ist gut. Und dann können wir das hier noch spielen. Die sind jetzt ein paar Sekunden unverwundbar und das war's auch schon. Na, wir haben auch ein bisschen was verloren. Jetzt unnötig gewesen, aber. Ja. Da. Sehr gut. Wieso hab ich. Ich hoffe mal, das Beschwören der Karte hat mich jetzt nicht dauerhaft diese Ressource hier gekostet, Divine Favor. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war das mega dumm, die noch zu spielen. Das muss ich mir gleich nochmal angucken, ob das dauerhaft diesen abknappelt hier. You've lived this war for years, haven't you? I'm sure there's much to learn. No doubt about it. I'll elaborate later. Ja. Gibt's heute Bundesliga Watch Party? Nee, heute ist das nicht geplant. Ich glaube, er darf sich nicht mehr bewegen, ne? Nee, can't move any further. Okay. So, jetzt kommt unsere Hauptarmee mit der Königin. Was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn hier der Plan? Das müssen wir uns eigentlich vom Leib halten. Wie sieht's da aus? Building Material 4. Watchtower 5 Garrison Units. Ja. Vielleicht erstmal die Flanken so ein bisschen sichern, ne? Was meint ihr? Ich glaube, ich finde, das ist eine gute Idee, sich die Flanken erstmal zu sichern. Wir gehen hier ran. Warte. Oh, guck mal hier, die haben so Schlachtermesser. Irgel. Und das sind so Archer und hier sind irgendwelche Sturm... Kavalleristen oder so. Ach, das sind so, guck mal, das sind so kleine wie so ein Vogelstrauß. Sehr gut. So, wir haben unser Knightly Charge und ich finde, den gehen wir da rein, weil dann werden die auch mal gecharged. Was haltet ihr denn davon?
Und jetzt haben wir das hier, Divine Spark. Ich glaube, den werde ich aber hier für die Jungs zünden. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwann aus Versehen Retreat spiele. Okay, geil, jetzt daran. Oh Mann, ey. Schon ein bisschen Verlust auf jeden Fall. Jetzt bloß nicht Retreat. Die Charge-Karte können wir mal spielen. Oder auch nicht. Dann nehmen wir das. Die wird durchgeheilt. Victory! Ja, das war zu erwarten. Wie Alexander der Große, ne? Von Sieg zu Sieg. Aber seid ihr eigentlich noch da, lieber Chat? Seid ihr noch da? So, geil. Ihr seid noch da, das ist gut. Haben wir geholt? Oh, 11. Boah, die sind ja, die Roten haben es ja aber richtig. War das eine dicke Einheit oder was ist das? Die Anointed. Der nervt mich auch hier im Hinterland. Nicht, dass der irgendwann hier hinkommt. Ich kann ja nicht alles bewachen. Okay, also. Wie sieht's denn aus? Muss ich irgendwas... Ja. Ein bisschen heilen ist nicht schlecht. Also mit ihr? Sie kann natürlich nicht die Reserves. Müssen sich alle mal heilen. Wir haben 117 Mark. Nicht besonders viel. Wir können immer noch nichts Geiles ausspielen. Pillagen wollen wir nicht. Wir wollen die Location behalten. Und wir müssen aufpassen, dass der Typ hier mit seinen 4 Einheiten uns nicht in die Quere kommt und uns nervt. Aber ich will hier mit ihm... Oh, das könnten wir machen. Wir könnten ihm hier in die Flanke fallen. Aber ich will wissen, was das hier ist. Das sieht mir doch schon so aus, als wenn da Loot wartet. Oder wie sieht das aus? Okay, ach so, der hat schon. Das muss doch irgendwas sein, dieser Glitzerbaum da. Naja. Wir müssen mal unsere Runde beenden. Der haut ab. Klar, der hat Angst. Oh, was da? Lay Siege? Was? Wie? Bist du wahnsinnig? Ist der dumm. Jetzt falle ich ihm natürlich in den Rücken. Wobei, wenn ich nicht aufpasse, zieht der meine Stadt jetzt. Wir können aber... Was, wie viele Einheiten hat der denn? 3 Einheiten nur. Wir haben... sind viel besser unterwegs. Oh, wir haben hier diese... Guck mal hier. Also, aber wir haben mehr Einheiten. Das müsste reichen. Ich müsste eigentlich... Weil ich falle ihm ja auch in den Rücken. Also es müsste reichen, wenn ich das mit diesen Leuten mache. Was? Was ist los? Kannst du nicht über den... Ja, aber... Homie, was ist los? Kann ich jetzt da nicht mehr ran an die Bulette? Doch. Was? Nee, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier ran. Ach. Jetzt habe ich aus Versehen Lay Siege gemacht. Das war gar nicht mein Plan. Wenn mir jetzt einer hier in den Rücken fällt, aus dieser Hauptstadt, habe ich natürlich ein Problem. Gleichzeitig. Oh, ist das hier meine Handelsroute hier, oder was? So, den muss ich im Auge haben. Das sind 4 Einheiten. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben 171 Mark. Wir können hier aber keine Einheiten kaufen. Das heißt, ich müsste eine Menge zurücklassen. Das ist jetzt die Frage. Ich muss das aufbrechen. Aber wenn ich jetzt hier... Ach, Miste. Aber der muss ja erstmal siegen, oder? Der kann ja nicht direkt. Auch wenn ich keine Garrison habe,
Der kann ja nicht direkt. Das geht ja nicht. Jetzt eine Einheit muss der erstmal ja auch. Warte, was machen wir denn? Wir nehmen. Was ist denn mal die billigste Einheit? Was ist riskant? No building. Was kriegen wir hier? Level 2, Build up. Ja, Strategie, Strategie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie aggressiv der Heini hier ist. Es kann natürlich sein, ich könnte ihn auch erstmal angreifen. Der hat nur 7 Einheiten. Und ich habe schon, also er hat nur 4 Einheiten und ich habe 7. Und ich habe noch 6 Runden Zeit, diesen Belagerungsring zu brechen. Das heißt, ich mache Folgendes. Ich werde diese Armee zuerst vernichten. Um sicher zu gehen, dass sie mir nicht in den Rücken fallen können. Und dann werde ich die Belagerung brechen. So, ist das hier eine Heldeneinheit? Ich weiß es nicht, aber wir rushen die da mal komplett weg. Die spratzen irgendwie auseinander. Oh shit. Die hat es richtig Ärger gegeben, warte mal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Shit, wir verlieren die Archer. Das ist mega dumm. Au, au, das hat richtig weh getan. Oh, shit. Warte, warte, warte. Wir brauchen die... Diese Karte brauchen wir aber sowas von dringend. Die war ein Spark gleich. Let's go, let's go, let's go. Oh Gott, das ist teurer, als ich erwartet hatte. Ihr habt auch einen krassen Helden. Okay, sofort Divine Spark draufsetzen. Okay. Scheiße, das kam von dem. Nimm hier an. Oh Mann, das ist teuer. Aber gut. Wenn ich dann vielleicht einen Helden von ihm vernichte oder so, wäre das natürlich geil. So, okay, fuck. Naja, das sieht gut aus. Ich habe aber richtig dafür bezahlt. So, Divine Spark darauf. So, das war's. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Nein, hör auf jetzt. Nein, 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 jetzt macht er wieder seinen Mega-Zauber. Nerv. Der ist mächtig, der Zauber. Aber er hat, glaube ich, selbst gekriegt. Oh Mann. Sehr gut. Die haben wir besiegt. Was passiert jetzt? War das jetzt eine Heldeneinheit? Ist die aus dem Spiel genommen? Oder wie, oder was? Here's your first lesson about this war. Once, Friedland and Elben were allies. Ja. But then, 4 generations ago, Friedland's eastern lands were consumed by silence. So people began migrating west. Okay. Food was short, and tempers even shorter. Danke für diese Geschichtsstunde. Wir müssen nach Hause. Darf ich nach Hause? Nee, ne? Genau, can't move any further, ist klar. Aber das war ein wichtiger Sieg, weil das war eine Heldeneinheit und die haben uns jetzt vom Leib gehalten. Und mal gucken, was hier gleich ist, ob ich die kriegen kann. Jetzt müssen wir erstmal die Runde beenden. Ich kann nicht mehr machen. Tatsächlich. Und hoffen, dass jetzt hier niemand kommt und uns nervt. Könnte sein, dass uns hier jemand in den Rücken fällt. Das passiert nicht. Sehr gut. Fantastisch. Weil die hätten uns natürlich auch, so wie wir das vorhin gemacht haben, während wir im Belagerungsring sind, uns einfach in den Rücken fallen können und das wäre ein Problem gewesen. Jetzt machen wir zweierlei. Erstmal sind die Gages hier, das ist hier gebreached. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt in den Kampf rein. Und, oh, scheiße, Watchtower 5 Garrison Units. 5 Garrison Units. Oh, Mann. Aber was für Units? Vielleicht nur so Lappen-Units. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht genau. Recruit Rangers, Recruit Jäger, Build Up, Recruiter. Ich gehe mal ran an die Bulette. Tag! Ich hoffe, wir haben Glück. Erstmal gucken. Bestandsaufnahme. Shit. Also 1, 2, 3. Das ist schon leider nicht so wenig.
Okay, wir machen mal gleich Protection. Und zwar... Oh, die pflücken die weg. Scheiße. Wir kriegen die Protection Card. Zack. Und dann machen wir sofort die Divine Intervention auf die Archer hier. Um die ein bisschen abzulenken. Sehr gut. Damit sind die jetzt mal ein bisschen beschäftigt. Das nervt mich gerade hart. Die reiben hier meine Archer, meine Zauberer auf. Scheiße. Divine Intervention. Bam, wieder auf die Archer rauf. Wobei die nerven mich natürlich dann auch. Fuck, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Bestandsaufnahme. Wir werden den Kampf verlieren. Ich glaube, wir sollten abhauen. Tatsächlich ist das, glaube ich, die bessere Variante. Ich verliere sonst meinen Helden. Ja, die ist komplett zerstört. Oh. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ja, hauen ab. Sehr gut. Na, also nicht sehr gut, aber ich habe sie gerettet. Kann ich immer gewinnen, ne? Wichtig ist der Krieg. The silence devoured Friedland bit by bit. And where silence falls, war is never far behind. Ja, indeed, ja, ja. Milady. So, die Frage ist. Our prospects are grim. I used to think the gods had a plan. Now ja. I'm not so sure. Gut. These are desperate times. Ja, das stimmt. Wir haben gerade verloren. Ich guck mir mal meine Armee an. Die ist leider auch nicht mehr so besonders schlagkräftig. Miste. Ich habe nämlich jetzt überlegt, ob ich direkt jetzt rangehen soll. Und was haben die denn jetzt noch? Ja, die haben zu viel gehabt. Das macht keinen Sinn. Das ist eine Todesfalle. Das bringt mir nichts. Wir gehen erstmal hier hin. Und müssen uns irgendwie ausruhen. Oh Mann. Oh, das war überhaupt. Das ist nicht gut gewesen, dass ich das hier verloren habe. Das ist nicht gut gewesen. Was haben wir denn hier noch? Da habe ich eine Garnison stehen, aber keine besonders große. Hier. Eine kleine Garnison stehen. Okay, wir können Prosperity Level erhöhen. Irgendwas. Wir müssen diese Siege hier rechnen. Was hat die denn? Woran sehe ich, was die Gegner haben? Drei Units. Okay, die können wir doch. Die haben nur drei Units. Die haben viel mehr. Also wir können ja auch einen Realm-Builder machen. Das könnten wir doch mal hier hin. Die Karte, warte, diese hier. Entweder die, ja, das ist doch gut. Er kann gar nichts machen. Aber sie kann das hier spielen jetzt. Den Realm-Builder. Da. Können wir das jetzt schon da? Sollen wir das da spielen? Nee, das bringt nichts, weil die ist ja gesieged. Ich warte das. Ich breche gleich die Siege hier. Eine Runde warte ich noch und dann breche ich die Siege. Muss ja so sein. Okay, wo ist mein Freund? Der ist so abgehauen. Wann darf ich den wieder spielen? Ah. Okay, das dauert eine Weile, bis der wiederkommt. Jetzt habe ich nur noch eine Armee. Das war ein sehr törichter Versuch. Ich kann hier auch keine Einheiten kaufen. Und die sind halt einfach komplett am Ende. Die Freunde. Aber ich muss es wagen. Wenn der nur drei Einheiten hat und ich falle ihn ja auch. Das Gute ist, ich falle ihm in den Rücken. Also ich muss das, ich mach das jetzt. Komm, let's go. Das ist ja ein Ambush. Das muss irgendwie funktionieren.
Ja, guck mal, das passt schon. So, Ja, okay. Das war super. Und jetzt hat er nur noch so eine Rittereinheit. Aber die wird er nicht mehr lange machen. Da hat er noch zwei kleine Hand. So, jetzt ist er komplett am Arsch. Was willst du tun? Das ist, ist wahrscheinlich die Heldeneinheit, ne? Nimmt überhaupt keinen Schaden. Warum nimmt er keinen Schaden? Soll ich den mal einmal kurz. Jetzt nimmt er Schaden. Der hat schon einen Zauber gehabt, vermutlich, ja. Jetzt haut er ab. Ach, oh, so kurz vorm Tod hat er sich verpieselt. Guck mal. Mist, wir hätten ihn fast komplett vernichtet. Schade. I remember the old King of Elbin from when I was little. He was a kind man. Kann ich dem nachsetzen? Just like father. His wisdom is sorely missed these days, m'lady. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Kann man dem nachsetzen? Der ist ja ganz alleine und so gut wie tot. Ah, geht leider nicht. Aber ich werde jetzt mal das hier ausspielen. Und hier noch einen Turm hinsetzen. Jetzt haben wir auch ziemlich viel Kohle. Und ich werde natürlich mit der Kohle jetzt den geilen Typen spielen. Katapult darf ich nicht. Schade. Wir sind wie immer noch Level 1 hier oben. Und müssen das hier erstmal vollkriegen, dann können wir auch so einen Katapult kaufen. Oder das hier machen. To increase Prosperity Level, ja, okay. So, das, die haben wir ausgespielt, aber wir können auch noch einen Oath Johnny rekrutieren. Ah, dafür müssen wir eine Einheit aber auf die Reservebank schicken. Machen wir natürlich. Der soll sich heilen. Und wir nehmen einen davon. Dann kann der sich hier mal heilen. Und wow, der muss sich aber auch sowas von heilen. Der ist, das ist okay. Jetzt haben wir nur 6 Einheiten. Die beiden müssen sich heilen. Die haben es gerade so geschafft. Und als nächstes werden wir das hier belagern. Und den kann ich leider nicht. So, Endturn. Mehr können wir nicht machen. Wie Attack. Du kannst doch nichts attacken. Du bist auf... Nee, das finde ich ja einfach... Ja, geil. Oh, ist der dumm. Oh, wie kann man nur so dumm sein? Was hat der sich denn dabei gedacht? Ha, geil. Ey, Leute, was geht bei euch eigentlich? Knarlo. Vielen lieben Dank für den Support. Ich guck gerade mal in den Chat. Ist alles gut bei euch? Läuft alles bei euch? Das macht Spaß, das Spiel ist ganz lustig. Was haben wir hier? Hier, mein Hero ist wieder da. Geil. Da ist er wieder. Sehr gut. Das heißt, dem müssen wir gleich mal eine Armee auch noch kaufen. Was haben wir hier? Wenigstens eine kleine Garnison. Hatten wir nicht auch super viel Geld mit dabei, mit in seinem Anhang hier? Ich glaube, wir haben sehr viel Geld verloren. So, was können wir denn kaufen? Das kaufen wir ihm. Das kaufen wir ihm. Jetzt können wir noch so eine Billo-Einheit kaufen. Oder wir warten eine Runde und kaufen ihm eine richtig geile Einheit. Weil die sind natürlich nicht besonders stark. Und die anderen haben wir jetzt schon verbraucht. Können wir hier... Oh, warte mal, was ist das? Oh, warte. Hab ich denn... Hat er noch Bewegungspunkte? Ja. Pass auf, und jetzt geben wir unser ganzes restliches Geld aus. Und kaufen dem hier noch so eine richtig geile Einheit. Ja, Hammer. Jetzt ist der wieder richtig erstarkt. Und wir können hier die Karte spielen. Und das Prosperity Level auf 3 erhöhen. Das ist natürlich auch ganz cool. 25 Billion. Ja, das können wir noch machen. Da, das hier. Build up. Nicht, das ist egal. Wo ich nicht. Ich kann das nur da spielen. Hammer. Okay, das ist jetzt auf Prosperity Level 3. Das heißt,
Wir kriegen vielleicht, weiß ich nicht, kriegen wir jetzt mehr Einkommen auch dadurch? Stimmt, ist das jetzt. Und wir haben andere Möglichkeiten vielleicht noch mit den Karten. Wir werden sehen. Jedenfalls ist es was Gutes. So, geilo. Und jetzt, hier ist immer noch alles am Brennen. Müssen wir zusehen, dass wir hier mal reingehen. Wir haben 5 Einheiten, das ist auch kein Problem. Die hauen wir dann weg. Nächste Runde aber erst. So, end turn. Your turn, turn 12. Oh, was willst du? Du willst hoffentlich keinen Ärger machen, ne? Wir sind hoffentlich Buddies, oder? Wir sind uns schon eigentlich. Ich habe 3 Garrisons hier. Der muss erstmal Siege. Der muss erstmal eine Siege machen. Das heißt, derzeit kann ich ihm in den Rücken fallen. So, da ist eine fette Einheit. 4 Units. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Einheit hier eine Belagerung eröffne, wird er mir in den Rücken fallen. Das ist dumm. Ich muss den erst platt machen. Der hat hier... Oh, warte, was ist denn das hier eigentlich für ein Johnny? Den muss ich überfallen. Ich glaube, daran habe ich Spaß. Den werde ich einfach überfallen. Oh, wir können auch hier... Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Entweder Realm Builder in der nächsten Runde, weil dann haben wir 75 Baumaterialien zusammen. Oder jetzt Build Up. Und ich glaube, Build Up ist eine gute Idee. Guck mal hier. Hammer. Ich glaube, wir haben auch eine neue, automatische neue Garrison dazu bekommen. Und das ist was Gutes. Oh, die heilen sich hier wunderbar, wunderbar, wunderbar heilen die sich. Ich nehme mal... Oh, die ist hier aber... Honor Guard. Iron Swords. Ich nehme die mal wieder mit rein. Mir keine Kohle. Und jetzt versuche ich mal... Neutral. Ja. Okay, was ist das? Aggressive Army. Wir wollen jetzt auf jeden Fall wieder was machen. Wir können auch hier hin. 3 Garnisonseinheiten nur. Dann hätten wir das hier mal weg im Süden. Das nervt nämlich. Dann können wir uns komplett auf den Norden konzentrieren. Aber ich will auch nicht meine Einheiten hier komplett. Ich will sie also alleine lassen. Aber solange ich hier Garrison Unit sah, hier habe ich keine Garrison Unit drin. Das ist mir zu gefährlich. Das ist auch zu gefährlich. Ich muss erst die platt machen. Sonst bringt mir das nichts. Frage ist... Warte mal, wo ist denn hier Johnny Baird? Kann Johnny Baird nicht hier ran? Das sind 3 Garrison Units. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst hat er nichts. Das sind nur 3 Garrison Units. Was ist los? Darfst du dich nicht mehr bewegen? Ja, der kommt hier nicht über den Fluss rüber, ne? Muss ich es manuell so machen? So. Und dann so. Der hat nur 3 Garrison Units da drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann ran an die Bulette. Attack! So. Oh, ist direkt wild. Sollte aber schaffbar sein. Wir machen einmal hier die Protection. Und dann machen wir Divine Intervention da bei den Bogenschützen. Oh, ne, das sind gar keine Bogenschützen, das sind die Zauberboys. Die werden von hinten einfach jetzt abgeklöppelt. Oh, hier, der hat richtig Ärger gerade, aber guck mal, der macht die alleine platt. Der ist zu krass. Wird dieser riesige, leuchtende Stier aus das letzte Einhorn bekannt. Zack, du machst da Action. Ja, Mann. Direkt von hinten überfallen. Unsere Bogenschützen machen auch Action. Sieht gut aus, haben wir gleich. Ja, 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 sehr gut sieht das aus. Und nur noch einer, 2. Komm, mein Platz. So, das war's, ne? Sehr schön, ein erfolgreicher Feldzug. Und wir haben wieder einen Stützpunkt erobert. Sehr schön. Der gehört uns. Jetzt haben wir die komplett aus dem Süden vertrieben. I'm fine, my lady. I just have a lot on my mind lately. Ja, verständlich. Okay. So,
Die ruhen sich aus, die werden geheilt, das ist toll, die können jetzt erstmal warten. Wir haben in den Reserves, guck mal, das ist hier unsere Lootwagon. Oh, wer grunzt? Was ist das? Achso, Pillage, nee, das machen wir natürlich nicht. Wir können hier aber, die sind voll. Wir können die auch upgraden nächste Runde, wenn wir die Materialien haben. Goldener Tempel können wir uns nicht leisten, wir müssen mehr davon haben. So, wir gucken auf die Weltkarte. Also, der Süden ist gesäubert von der roten Pestilenz. Jetzt müssen wir uns diesen hier noch holen. Der steht noch im Wege. Das dürfte die Hauptstadt sein, oder? Ja, das ist Sternsicht. Das ist die Hauptstadt. Da müssen wir auf Sicht hin. Wir könnten aber auch sagen, wir ziehen gleich mal unseren Mönch hier nach da oben. Bewachen diese Stadt, damit die nicht von hinten kommen können. Nehmen wir erstmal hier im Westen diese Stadt. Und dann ziehen wir die Armeen hier über diese Landenge, machen diese Armee platt und dann gehen wir auf Sternsicht. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Die müssten wir eventuell vorher einmal aus dem Weg räumen, diese Aggressive Army. Ich weiß nicht, was die sonst mit uns macht. Hier ist auch noch irgendwas, was wir vielleicht vorab machen könnten. Ich bin da schon Fan von, dass wir nichts lassen, was uns in den Rücken fallen kann. Hey. So. Gut, 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 gut. Dann haben die jetzt die Möglichkeit. Die werden schon nichts machen hier, ne? 1, 2, 3, 4. Aber das sind keine besonders geilen Einheiten, oder? Aber wenn ich jetzt hier Siege mache, kommen die und das geht nicht. Ich muss Geduld haben. Wir ziehen weiter. Und ich werde erstmal die hier platt machen. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne die nicht, aber sie nerven mich. Ja. Okay, das ist ja ein geiler Typ. Guckt euch den mal an. So ein Riesennasenmann. Und drei kleine Riesennasenmänner und noch drei kleine Riesennasenmänner. Und die chargen jetzt ja aufeinander, ja? Beide chargen. Charge! Oh Gott, der chargt in meine Freunde rein. Das geht überhaupt nicht klar. Deswegen werde ich noch einen weiteren Charge ordern auf diese Chargies. Wisst ihr? Ging nur so halb. Gut. So, und jetzt muss ich ganz dringend hier Divine Spark machen. Um. Welche schütze ich denn? Hier schütze ich mehr. Aber die sind natürlich. Ah, wir kriegen das schon hin. Hier ist aber mehr. Ah, da sind aber nur noch drei. Jetzt kommt aber der Riesen-Johnny da an. Ich mach erstmal hier. Der hat bestimmt richtig Wucht. Oh, die hauen ab, die haben Angst. Aber, oh nee, die wollen chargen. Aber die können doch hier nicht meine Schildträger chargen. Die sind unchargeable. Guck mal, wir treiben die richtig nach hinten so. Und jetzt will er nochmal Anlauf nehmen, er ist ein guter Typ, oder? Nasen wollen und Anlauf und das endet aber tödlich für ihn. So, jetzt nur noch diese beiden hier. Wir machen nochmal Divine, nee, zum Glück machen wir nicht Divine Spark. Weil die jetzt nämlich abhauen. Nee, wir machen. Warte. Doch, wir müssen Divine Spark machen. Ja, wo bleiben die stehen? Da bleiben sie stehen. Jetzt machen wir einmal das hier rein. So. Und der eine hat es leider nicht bekommen, aber ist nicht schlimm. Also der Dicke geht auch down. So, tschüss. Sehr gut. Ich hoffe, ich krieg irgendwas Tolles. Tonight! We celebrate! Ja, Level 3. Yes. Level up für unsere Königin. Bedeutet, wir können jetzt eine Karte aus unserem Deck aufwerten. Bedeutet es eigentlich. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, wir können uns nicht mehr bewegen. Ne, ist richtig. Und er hat auch schon alles gemacht hier, ne? Er kann auch nichts mehr machen. Dann würde ich doch sagen, wir enden die Turn. Und er wird der Nächste sein, den wir uns holen. Was hat er da drin? Oh, 5 Garrison Units. Das ist natürlich nicht wenig. Was ist denn hier mit Level Up? Du musst doch eine Level Up Karte haben. Wieso krieg ich keine? Bin beleidigt und empört. Hallo? Ich bin doch Level... Ne, das ist ja die Karte. Das bin ja nicht ich. Je ne sais pas, was da jetzt gerade geschehen ist.
Wir können eigentlich direkt weiterziehen. Oder? Was meinen wir, was wir hier drin haben? Also 5 Garrison Units. Ich weiß aber nicht, wie stark die sind. Ja, das ist eine gute Idee. Warte. Jetzt sieht man das. Danke nochmal. Genau. Ich muss meine Armee abwählen. Okay, die haben eine Riesenschlange. Wordbringer. Fuck. Range 3, Ward 3. Okay, das Ding ist krass. Würde ich absolut nicht unterschätzen. Ich weiß, das ist so ein Blitz, so eine Blitzschlange oder sowas. Der wird krass sein. Power 7. Power 5. Was habe ich denn für Power? Hey. So. Power 6. Health 5. Aber die Einheiten sind ja eigentlich relativ stark. Power 7. Ja, vor allem habe ich auch mehr Health als die meisten. Das kann schon klappen. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht noch einmal mich ein bisschen heilen. Aber ich habe auch Bock jetzt. Ich will noch nicht alles, dass alles vernichtet ist. Was ist denn mit Level Up eigentlich? Okay, das können wir erstmal hier machen. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier. Nee, wir haben keine Garrison mehr mit. Oh, was ist das denn Geiles? Accolades of Wrath. Wow. Elite Ranged War Priests. Überraschenderweise können wir uns das sogar leisten. Dann würde ich doch mal sagen, wir packen mal die da in die Reserves und leisten uns mal so einen geilen Film. Und die ziehen jetzt. Ah, die haben wir doch gerade gemacht. Die ziehen jetzt hier hin. Oder nee, dahin. Ach, greife ich nicht mehr, ne? Darf ich überhaupt mich irgendwie bewegen? Warum? Achso, weil die hier nicht über den Fluss kommen, oder was? Muss ich von der anderen Seite kommen. Was soll das denn? Huch. Hallo? Das ist komisch. So. Okay, eigentlich wollte ich, dass du dahin gehst. Ja, geht nicht mehr. Aber es ist wichtig, dass hier was drin ist. Der brennt ja noch so schön. Und hier ist auch noch wieder was. 3 Units, die holen wir uns beim nächsten Mal. Erstmal müssen wir hier aufpassen. Wir haben zwar 2 Garrison Units, aber das ist mir jetzt zu heikel mit dem da. Der kann hier jederzeit herkommen. So, sollen wir auf Risiko gehen? Sollen wir unsere Heldin hier mal reinschicken? Könnte tatsächlich auch tödlich enden, ne? Vielleicht sollten wir eine Runde mal. Dass wir uns heilen. Oh, ah, da bewegt sich was, ne? Ich wusste es. Ich wusste es. Aber das wird dein Tod sein, einfach. Selber schuld. Ich werde mit dieser Einheit den. Sehr gut. Ja, okay. Und tschüss. So, Charge. Ja, und war einfach komplett zerschmerzt. Das ist ja fantastisch. So. Und tschüss. Nur noch der Heldeneinheit, oder? Ah, hier sind ein paar versprenkelte. Ah, der kann aber richtig zuschlagen, der Typ. Gut. Ach du Scheiße. Ah, sehr gut. Komplett zerstört. Was ist das? Wie jetzt? Experience Points? Ja, warte mal. Jetzt musst du mir aber... Wo ist denn die Upgrade-Karte? The Silence.
is spreading faster and faster. Endlich. Now that the Crusade controls purgatories, it'll only get worse. Fritz rockt seit 8 Stunden Raf. Welcher Fritz? Der hier von Seven vs. Wild. So, ey, jetzt können wir endlich mal Level Up machen. Ja, liebe Grüße an Fritz. Wenn er Tipps braucht, soll mich anrufen. So, also entweder wir graden unseren Realm Builder ab. Ne, wir entweder machen das, doch upgraden wir. Ah, pass auf, was wird er dadurch besser? Vom 7 zu 11, okay. Wir kriegen mehr Geld von 7 zu 11. Dann können... Oh, was ist das denn? Affected friendly units gain increased movement speed and an offensive power bonus for 6 seconds. Immediately triggers the charge, even while stuck in melee. Mhm. Was ist das? Bestow knighthood. Play on friendly Hearthguard unit to turn it into a powerful unit of Honor Guard. Die kostet aber jetzt. Okay. Warte mal. Aber außerhalb des Kampfes dann. Sehe ich das richtig? Habe ich dann überhaupt Hearthguards? Kann man sich das nochmal angucken? Also. Also das ist natürlich ganz cool. Früh im Spiel, ne? Je früher man das hat, desto besser. Hilft uns im Kampf aber nicht. Es hilft uns in der Wirtschaft. Das ist ganz gut, wenn man, glaube ich, auch so langsame Einheiten hat. Habe ich denn solche, habe ich diese, kann ich die nochmal raus? Aus diesem Upgrade-Menü? Ne, ich muss das machen jetzt, ne? Ich glaube fast. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber pro Runde 4 Gold. Ich habe 26, ich nehme das. Kann ich das überhaupt haben? Ja. Ich nehme das für die Wirtschaft. Für die Wirtschaft. Und wir haben mehr Army Capacity, das ist natürlich der absolute Oberhammer. Das gefällt mir. Bedeutet, wir können uns eine neue geile Einheit kaufen. Wir haben auch das Geld und zwar so einen geilen... Oh, was ist das? Das Katapult. Ja, das haben wir noch gar nicht. Was halten wir denn davon? Das ist doch eine super Idee. Das machen wir. Jetzt haben wir 8 von 8 Units. Jetzt könnte ich theoretisch noch eine zum Heilen beordern. Die hier zum Beispiel. Und wir sogar noch einen neuen Rage Warn kaufen. Und dann werden die anderen ein bisschen geheilt. Und kann ich mir dann ja wieder jederzeit wiederholen. Was ist denn das, wenn ich jetzt sage, hier, gib mir das. Die werden geheilt. Sind in der Reserve. Und jetzt haben wir 8 von 8. Sehr gut. Und... Jetzt könnten wir... mit den anderen noch was machen. Hier mit den Freunden. Die müssen nämlich auch mal so langsam wieder ein bisschen leveln. Wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn? Nicht ganz so stark. Wie anderen. Aber so ein paar kleine Kämpfe. Das interessiert mich immer noch, was das ist. Ich weiß es nicht. Das riecht nach Loot. Soll ich da mal hingehen? Oder kämpfen wir gegen die passive Army? Blessing and Curses. Da gibt es doch Leckerlis. Oder ich sollte da mal hingehen. Kann ich zu zweit? Ich gehe mal da hin. Ich mache mal erstmal die Platte. Ich will wissen, was das ist. Neugierig. Attack!
Da muss es doch Loot für geben. Okay, das ist ein Säurespritzer, so ein bisschen zergartige Johnnies. Oh, fuck. Oh, shit, hier. Oh, Mann, okay. Okay, die machen gut platt. Das ist gut, das ist gut. Oh, nur noch die hier, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur noch der da. Ah, oh, das war erfolgreich. Was kriege ich jetzt an Loot? Oh, so knapp vor Level 3. Ah, oh, Mist. Geil. Und... ja, ich kann ja nichts mehr machen. Darf mich nicht mehr bewegen, ne? Aber hier, sie können was machen. Ich glaube, wir machen jetzt mal da, gehen wir jetzt mal hin, die machen wir jetzt mal platt. Kein aufwendig. Okay, wir machen erstmal die Runde beenden. Gucken, was der Feind macht. Gar nichts. Gar nichts. Jetzt aber. Also, wie sieht das hier aus? Sind die alle durchgeheilt? Nicht ganz, aber sieht nicht schlecht aus. Ich könnte hier eine dieser Einheiten auch noch als Garnison aufstellen. Aber die müssen ja eh erstmal die belagern. Die kommen ja gar nicht direkt ran. Das ist schon okay. Wir nehmen jetzt diese hier und gehen direkt hier ran. Die haben was? Haben die da? Warte, das gucken wir uns erstmal nochmal an. Was haben wir gesagt? Ja. Die machen wir platt. Das reicht nicht für unsere starke Armee. Die sieht gut aus. Ran da. Lagerung aktivieren. Was? Reicht nicht? Von der, vom Weg? Ach Mist. Und unsere andere Armee, die geht jetzt hier rein. Was? Ah, das ist komisch mit der Wegfindung, das nervt. So, und wir müssen hier mal ein bisschen zusehen, dass hier wieder die Brände da gelöscht werden. Ja, und auch, dass hier geheilt wird. Dieser Loot, Johnny. Na gut, das ist schon in Ordnung. So wie es ist. Dann. Oh, da kommt jemand. Siehst du? Die wollten wahrscheinlich direkt Siege machen. Kommen aber zu spät. Ich mach Siege. Die wollen. Könnten mir in den Rücken fallen. Da muss ich aufpassen. Wenn die jetzt hier lang gehen, muss ich die abfangen, damit die mir nicht in den Rücken fallen können. Das ist wichtig. Oh, guck mal. Die kann ich jetzt spielen. Realm Builder. Hier könnte ich die spielen. Und jetzt hat sich das schon ausgezeichnet, glaube ich, weil ich jetzt einen verbesserten Realm habe. Kann ich die nochmal spielen? Ja. So, und jetzt? Siege. Albin Invaders ahead! Was? Ach, ich kann direkt angreifen. Interessant. Interessant, interessant. Okay, jetzt werden wir Folgendes machen. Erstmal Divine Spark. Die da. Ja, ich habe die Divine Spark gemacht. Und die werden hier gecharged. Ja, geil. Boah, das ist natürlich. Kannst du nicht mal die abladen machen? Oh, 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 die haben alle schon leicht angebeult schon. Der Held ist hier. Ja, der Held kriegt ein bisschen. Die müssen aber auch platt gemacht werden. Also warte, warte. Wo bleibt ihr denn jetzt stehen? Das Divine Spark machen. Ja, okay. Und die müssen gecharged werden hier, die Johnnies. Tschüss. Oh, oh, oh. Der ist mächtig, der Typ. Aber das kann nicht sein, dass der jetzt überlebt. Das ist überhaupt nicht möglich. So, jetzt ist ja nur der da. Jetzt alle rauf da. So kleine einzelne. Mannequins. So, jetzt machen wir Folgendes. Erstmal rette dich, rette dich. Und jetzt dürft ihr den noch einmal chargen.
Ja, das hat richtig gesessen. Jawohl. Komm, irgendwer muss doch jetzt noch... Komm. Sehr gut. Und er ist auch nicht abgehauen. Bin ich sehr zufrieden mit. Und? Warum? Was? Das verstehe ich hier nicht. Wieso? Warum? Kann ich nicht mehr aufsteigen? Ist das das Max-Level oder was? You haven't told me much about your new liege, Hauser. King Atron has never known peace. He is not like you. I tried to be his conscience with all my might. But sometimes... Guck mal. I'm sure he appreciates it. Wichtig, wichtig. Father always did. They look terrified. Indeed, my lady. Sehr wichtig. Silence has pushed them over the edge. No. We have. Naja. So, jetzt können wir noch einmal hier unsere Realm-Builder-Karte spielen. Haben nicht, nee, können wir doch nicht spielen. Er bleibt hier. Gut, dann können wir die Runde beenden. So, jetzt hat er Angst. Ja, ja, ja. Lay Siege, alles klar. Probier dein Glück. Ich habe ja genug Einheiten da drinne. Also, was will er machen? Was will er tun? Wie sieht denn der Feind hier aus? Können wir das... Also, was will der denn machen? Ich bin auch hier, hab doch komplett die ganze... Ist doch alles... Was will er machen? Ich kann das hier noch sogar alles da reinsetzen. Er kann gar nichts machen. Wie töricht von ihm. Wie kann ich ihn irgendwie angucken? Ja. Ach, das ist ja wohl ein Witz, oder? Du verarscht mich. Da kann ich doch auch einfach rauslaufen jetzt. Mit seinen drei Popelarmeen. Warte mal. Pass auf. So, 5 von 5 Units. Und diese, jetzt kann ich doch mit ihm einfach die Siege breaken hier, oder nicht? Ja, so. Ja. Da muss ich nicht mal nach hinten, da muss ich nicht mal in den Rücken fallen. Ich breake die Siege einfach. Ja, mach mal. Die haben ja gar nichts. Und tschüss. Lol. Okay. Dann brauchen wir nicht mehr irgendwie. Na wohl, was ist mit ihm hier? Ist der Anführer, ne? Machen wir nochmal Divine Intervention von hinten pieksen wir den Pferdepopo. Aber das. Oh, was ist denn das für eine mächtige Waffe, die der da hat? Da ist komplett eingekesselt. Was willst du jetzt machen? Kannst nichts machen. Victory. Super. Was war das für ein verzweifelter Versuch. Bist du wieder fit? Fragt Thorndahl. Naja, echt so halbwegs. Halbwegs fit, aber es reicht. Whatever troubles you, old man, it can wait. Tell me whenever you are ready. Thank you, my lady. What? Guck mal, wir können jetzt ein Level up machen. Was machen wir denn? Entweder Divine Aid. Ja, das finde ich ja ganz geil. Oder was Neues. Affected friendly combat unit explode on death for the next 10 seconds. Each explosion hits close by enemies with a power 4 attack. The power of explosion is increased for celestial units while void and gestalt units cannot explode. Okay, interessant. Und call reserves. Ah. Also diese Call Reserves Karte macht natürlich zunehmend Sinn, weil je mehr Einheiten ich habe und je mehr Einheiten ich auch in der Reserve mitschleppe, desto interessanter ist die Karte natürlich. Wir haben jetzt auch Kohle, wir können uns Einheiten kaufen, das ist schon gar nicht so dumm. Und die ist auch super. Tatsächlich. Aber ich nehme mal diese jetzt. Die ist nämlich jetzt wirklich spannend. Okay, können wir noch nicht spielen, aber wir können jetzt sagen, wir kaufen ihm mal ein paar geile Einheiten. Nicht unbedingt die, dafür, aber er hat jetzt 6 Units, ja okay, pass auf, er kriegt mal so ein, jetzt hat er 2 davon, ist doch geil. Und
Dann könnten wir jetzt wirklich sagen, wir kaufen noch... da eine für die Reserve. So, und die können wir dann mit der Karte ziehen. Und die hat er auch noch. Also jetzt haben wir zwei Reserveeinheiten. Das ist doch gut. Wir können jetzt sogar tauschen. Die sind noch nicht ganz wiederhergestellt. So, können die sich heilen. Sieht gut aus. Okay. So, was haben wir denn hier für ein... ja. Kriegt man hin, oder? Ich glaube, der hat jetzt hier auch nicht mehr viel anzubieten. Und hier sind wir jetzt... Oh ja, okay. Die sind jetzt ganz schön matschig. Dann tauschen wir einmal durch. Die müssen sich heilen. Wir können aber auch eine neue kaufen. Was haben wir denn? Elite Range War Priests. Warum eigentlich nicht? Prosperity Level können wir auch erhöhen. Komm, wir machen mal diese War Priests. So. Jetzt haben wir die in Reserve. Ist doch super. Die sich noch ein bisschen durchheilen, dann sind wir direkt mobil, dann können wir das hier noch spielen. Das hier können wir noch ein bisschen Stützpunkt upgraden. Sieht super aus. Gefällt mir. Level 3, wir haben keine Garrison hier. Haben wir noch Kohle für eine Garrison-Einheit? Aber da ist ja hoffentlich auch nichts in der Nähe, also da ist ja hier... Kann ja nirgendwo einer kommen. So, und jetzt? Holen wir uns erstmal diese hier, oder? So. Kann ich die schon angreifen? Komm, machen wir nochmal. Geht man nicht, okay. End turn. Oh, was ist das? 4 Units. Okay. Dann wollen wir erstmal aufpassen, dass wir... Ah, kommen wir denn da nicht durch? Nee, guck mal, das ist ganz gut. Ich komme nicht an der Stadt durch. Ich müsste außen rumlaufen. Aber wenn ich jetzt hier... Ich muss wahrscheinlich belagern, glaube ich. Also ich werde nicht direkt durchkommen. Und... Oder woran sehe ich das? Woher weiß ich, ob ich belagern muss oder ob ich direkt angreifen kann? Er hat ja auch keine Einheit hier drin. Er hat nur Garrisons, aber er hat ja einen Wall. Er hat ja einen Wall. Oder? Weiß das einer von euch? Woran sehe ich das? Ob ich direkt angreifen kann oder ob ich belagern muss? Vermutlich, wenn man, sobald man so einen Wall hat, muss man belagern, würde ich sagen. Fortified ist ein Perk von der Location. Woran siehst du das? Da, Fortified 1. Ah, okay, das heißt, wenn sie Fortified ist, muss ich belagern, ne? Kasserie. Dann würde ich doch Folgendes machen. Ich will nicht riskieren, dass der mir in den Rücken fällt. Das ist gefährlich. Ah, der zwar, ah, obwohl der hat nicht besonders viele Einheiten, ne? Der würde das mit dem Leben zahlen. Aber trotzdem machen wir das anders. Was hat der denn hier drin? Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Puh. Okay, das ist aber dann auch die Hauptstadt, ne? Die müssen wir irgendwie nehmen. Am liebsten würde ich mit der Einheit, da kommt der wahrscheinlich raus, ne? Den da abfangen
Also, was also, mach's mal so. Wie weit kommt er denn jetzt? Er kommt da ja natürlich nicht durch. So. Weiter darf er nicht. Und dann kommt mal hier sie, Hildegard von Bingen. Wir werden eine Runde aussetzen. Derzeit können die sich noch heilen. Und. Ja, hab ich gemacht. Los. So. Naja, jetzt kommt er. Vielleicht will er auch verstärken. Ich weiß es nicht. Aber ich werde zusehen, dass ich in den Rücken falle. Hey. Warum kann ich nicht mich. Was ist das denn? Hallo? Warum darf ich mich nicht hier entlang bewegen? Ist es zu schmal oder was? What's the problem? What? Das habe ich gar nicht verstanden. Das könnte ich jetzt spielen oder ich spare das. Dann kann ich in der nächsten Runde nämlich das hier machen. Ich spare das mal. Ah ne, hier. Ne, ja, komm, das machen wir. Das gönnen wir uns jetzt mal. Das ist schon gar nicht so schlecht. Meine Armee ist zu dick, offensichtlich, ne? Aber ich kann mich ja auch nicht zurückbewegen, das verstehe ich gerade nicht. Was heißt das Rote? Was soll denn das? Ich kann ja weder vorne. Okay, das. Es gibt einen Mini-Korridor. Ja, das ist doch albern. Ist das extra so gemacht, dass hier keiner durch darf? Ja, dann bin ich ja. Das ist doch Quatsch. Da kann ich ja nicht verhindern, dass das passiert. Guck mal, es gibt so einen ganz kleinen Korridor. Aber auf der anderen Seite. Das ist doch Quatsch. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Was ist denn, wenn ich von der anderen Seite komme? Oder ich muss es jetzt riskieren. Kann ich auch mit beiden angreifen? Nee, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier. Ich speichere mal ganz kurz. So. Nicht, dass ich das brauchen werde, aber ich probiere jetzt mal ein bisschen was. Ich probiere jetzt erstmal hier den High Siege. Und was ist denn, wenn ich jetzt mit meinem Freund das auch machen will? Ah, das kann ich mal austauschen. Jetzt wird er mir in den Rücken fallen. Das ist natürlich kompletter Mist. Ja, weiß ich auch nicht. Oder fällt mir nicht in den Rücken? Okay. Das ist natürlich blöd von ihm. Aber er weiß, dass er keine Chance hat. So. Gates breached. Dann rein da. Ja, Attack! Oh. Ich bin weg. So, jetzt die Archer macht jetzt. Ja, das ist sehr wichtig, genau. Yo, super, was ein geiler Schuss. Ja, die haben wir. Die sind auch cool hier. Die schützen nämlich hier meine Balliste. Hammer. Sehr gut. Gib mir die Stadt, die gehört jetzt mir. If you feel lost, m'lady, just look upwards. The guiding star watches our every move. Machen wir natürlich nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwas austauschen wollen. Ne, die sind eigentlich alle ganz fit. Sieht mir jetzt nicht danach aus, als wenn irgendwer Probleme hätte. Hier, kann man es auch so lassen. Ist auf ihn hier, aber der ist ungefähr ähnlich.
Geil. Trebuchet. Ja, Entschuldigung. Es ist eine... Es ist eine Trebuchet. Ihr habt natürlich völlig recht. So, und er... Aber jetzt sagt mir nicht, ich komme da durch meine eigene Stadt nicht durch. Och, komm. Das finde ich jetzt aber mega doof. Ich komme nicht durch meine eigene Stadt durch, oder wie? Och, Leute. Dann gehe ich hier rein. Könnte sich noch ein bisschen heilen. Alles gut. So, wir haben eine schöne Garnison auf jeden Fall. Die sind alle geil. Das ist super. Wir können hier auch so ein neues Supertier noch kaufen. Oder so eine Balliste. Aber der, eine Balliste ist für ihn, glaube ich, nicht das. Wir sparen uns mal die Kohle, wenn das was noch passiert. Dann enden wir jetzt die Runde und werden dann ihn rausziehen und er zieht dann nach. So. Und dann haben wir die Stadt ja auch noch bald. Hoffentlich. So, wer bist du denn? Aber. Du greif. Ach komm, jetzt hör auf. Die Wegfindung finde ich ein bisschen nervig. Aufgelesen. Vielen Dank, das war einfach. Was? Another meaningless victory. Ja, das ist ja aber auch frech. King Atron and I seem to have a lot in common. Less than you think, m'lady. Another meaningless victory. Also, das habe ich noch nie gehört. So. Zack. Und jetzt warten wir. Aha, wer bist denn du? Das ist ja lächerlich. Jetzt kommt diese Einheit und macht die Platz. Und dann wird Siege gelayt. Oh, was ist er denn hier? Das ist der Held, ne? Oh, jetzt kannst du die Reserves callen. Außen. Victory ist bereits unserer. Okay. Gut, und jetzt? Ja? Oh, guck mal. I've loved Elbin ever since father took me here. I was so young back then. Almost feels like another life. Ja. Ich will aber lieber den Realm Builder hier. Oh, da können wir auch einen Realm Builder bauen. Der ist, glaube ich, besser geschützt. Nehmen wir da den Realm Builder. Der ist nicht so an der Front direkt. Okay, wie sieht das jetzt hier mit dir aus? Lassen Sie uns einmal die Armee ins. Ja, okay. Die sind komplett durchgeheilt, die Iron Thorns. Die tauschen wir aus mit denen. Was? Nee, warte mal. Hä? What? Verstehe ich gerade nicht. Warum? Egal, dann warten wir eine Runde. Dann nehmen wir die nochmal. Schicken die erstmal hier rein. Nein! Doch, richtig. Genau das wollte ich. So, und jetzt gucken wir, ob ich mir noch was kaufe. Ah, ne, hier gibt es nur Quatsch. Was ist das? Oh, ein Jager. Aber wir sind, Prosperity Level 3 haben wir natürlich noch nicht. Und hier gibt es die Rangers und die normalen Heinis. Ja, dann müssen wir uns doch einmal hier durchheilen. Oder wir gehen in die Hauptstadt und machen das da.
einmal gucken, was können wir denn, guck mal, jetzt können wir uns nämlich diese dicken Johnnies leisten. Und die haben wir hier schon, das Katapult. Dann nehmen wir doch Rage Thorn. Warte, welche sind denn hier? Welche sind denn gerade die, die so, die? Die sind fit, oder nicht? Ja, die sind fit. Dann nehme ich noch davon einen. Sieht doch ganz gut aus. Diese können sich jetzt hier schön heilen. Wobei ich nicht checke, was mit denen hier ist. Die sehen doch auch gut aus. Nehme ich mit als Reserve. Ja. Was, wenn ich jetzt die mit denen tausche? Ah, doch, die sind fit. Die haben Power 5, Health 3 und die haben Power 1? Achso. Okay, aber die können dafür Power 2, Linebreaker Fast. Okay, ich glaube, so ist schon in Ordnung. So, habe ich fast alle hochgesund. Die hier nicht unbedingt. 8 von 12 Combatants. Das sind die Oath Thorns. Das sind diese hier. Könnte ich natürlich auch nochmal jetzt austauschen. Ich habe ja die Kohle, warum eigentlich nicht? Wir nehmen diese angepügerten Diesel raus und kaufen uns davon dieselben nochmal neu. So. Dann warten wir eine Runde und dann greifen wir an. So. Reicht ein Katapult für die Hauptstadtbelagerung? Ja. Let's go! Oh, warte, ich kann irgendwas Geiles bauen. Das machen wir natürlich. Upgegradet. Und jetzt, let's go. Mal gucken. Look who's come begging for mercy. King Atron's loyal Kerr. You are the one who started this war, but I'll have no qualms ending it once and for all. Ein bisschen miteinander streiten. So, Siege in 2 Runden wird hier geballert. Das bedeutet, ich werde mal oh, was ist hier denn noch? This is it. Was ist das? The silence. The same blight that devoured my home. Mhm, okay. Das hat ihre Heim. Oh, scheiße. Nö. Das machen wir jetzt aber nicht. Da gehe ich nicht ran. Okay, ich warte hier vor der Tür. Und hoffe, dass die jetzt mir nicht in den Rücken fallen. Wenn doch, mache ich sie platt. We are fighting for our survival. You of all people should understand. I have heard tales of your valor. Jetzt reden die noch miteinander. We share the same plight. But unlike you, I have the guts to do the right thing. Okay. Na gut. Ja, nächste Runde. Jetzt geht's los. Enough of your cruelty. You pillaged our farms, razed our cities to the ground. We only did as we were done by, you sanctimonious fool. Mhm. Ja, jetzt wird hier gekämpft. Oh, warte, was kann ich noch machen? Realm Builder. Hier, guck mal. Bam! Noch ein schöner Turm dazu gekommen. Also, wir kriegen richtig viel Geld. Aber jetzt wollen wir erstmal Vergeltung! Attack! Attack! Oh shit, ey. Oh, der geht direkt auf meinen Katapult. Warum macht er das? Lass meinen Katapult in Ruhe. No, der hat dir nichts getan. No. Rette ich das Katapult noch einmal? Gibt es was? Ja. Aber der hält sich jetzt natürlich ein bisschen auf. Kann ich den jetzt mal chargen, damit der das Katapult in Ruhe lässt? Lass das Katapult in Ruhe! Oh, der hat eine Menge Freunde mitgebracht. Und auch 2 Katapulte.
retreaten im Leben. Aber das wird schwierig werden, der hat eine Menge Leute. Mal weg hier, alles so. Okay. Oh Mann, das wird nicht so leicht. Aber wenn der jetzt weg ist, ist natürlich super. Oh, ich glaube, ich verliere das. Erste Rennen. Ich habe noch eine zweite Einheit. Ich glaube, das wird nichts werden. Ich glaube, ich sollte mich zurückziehen. Ja. Ist aber egal. Ja, jetzt habe ich die Mürbe gemacht. Ziemlich mein nächsten. Jetzt nicht labern. I've seen many places like Friedland. Silence begets madness. It's always the same story. Ja, jetzt warte mal. Die sind jetzt halb hinüber. Das, come on, ey. Boah, das ist echt, ich kann jetzt, nee, ich muss das jetzt riskieren. Da wird jetzt gar nicht lang gelabert. Die sind jetzt komplett verschossen. Da muss doch jetzt was möglich sein. Ich kann ja auch die Reserve-Karte spielen. Ich kann mal das Katapult zerschießen. Und Call Reserves. Die Reserves sind gut. Das Katapult hier kaputt. Das ist gut. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, was? Ah, das ist noch ein Katapult. Oh oh. Eieiei. Da habe ich so ein paar Reserven dabei. Oh shit. Oh oh. Wie viele Reserves habe ich noch? Oh shit. Oh shit. Ich glaube, ich habe keine Reserves mehr. Oh nein! Come on! Achso, das sind ja meine. Action! Oh Mann! Spannend bis zur letzten Sekunde. Oh, was kommt da noch rausgepopelt? Oh nein. Donny! Hallo Donny! Hallo Little Donnies! Wir spielen ein spannendes Spiel und sind gerade dabei, die feindliche Hauptstadt einzunehmen. Victory! Ey, Donny kommt wie die Reiter Rohans einfach. Wie die Reiter Rohans. Heute ist ein Schwerttag. Sehr geil. Schön, dass ihr da seid. Das Spiel, was wir hier spielen, ist Strategiespiel, ein bisschen Fantasy und ist noch nicht draußen. Nur die Demo, Songs of Silence heißt das. Könnt ihr euch runterladen. Und wir haben hier die Hauptstadt eingenommen. Was gab's bei euch? Was habt ihr Schönes gemacht bei Donny? Wir haben gewonnen. With Matriarch Raduin defeated,
Friedland's remaining forces rapidly surrender. As the people of Erengard settle into their new home, Lorelei dispatches Hauser to brief King Atron. If Elbin stays true to her promise, both royal houses will sign a treaty of friendship. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, Donny. Falls ja, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist heute Dienstag. In Berlin wird sich was finden lassen, eine Bar, die noch offen hat und dich in Empfang nimmt. So wie mich die feindliche Hauptstadt in Empfang genommen hat. So, wir haben gewonnen. We did it. We did it. Albin's at peace once more. I pray you're right, my lady. Guiding star, forgive me. Finally, a new hope for peace. We shouldn't waste this opportunity. Nee, bin ich voll bei dir. 2 weeks later. Albin reigns supreme! What's wrong, old man? I begged King Atron to honor his promise, but he's lost his mind. The paranoid fool cannot be reasoned with. You knew of this, didn't you? You must flee. He marches this way as we speak. And then what? There's nowhere left to go. Oh. Traumatische Entwicklung. Was wollen die jetzt noch? Oh Gott. You cannot be suggesting what I think you are. Doch, wir greifen die an, klar. By the gods, not the silence. Anywhere but that forsaken place, m'lady. Isla's right. This betrayal leaves us with no choice. Pillage machen wir natürlich nicht. So, Donny guckt auch Fußball. Na, das ist doch absoluter Oberhammer. So, Freunde. Wir haben hier sehr viel erreicht. Alles, was grün ist. Warum ist es jetzt grün? Ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert. Wir haben vermutlich eine Allianz oder so. Aber dass der sich jetzt hier... Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen mich wohl veralbern. Ich habe die alle eingenommen. Guck mal, unser Einkommen ist auf 11 runtergegangen. Wie bitte? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Wieso klaut er uns denn jetzt bitte die Herrschaft über diese Burgen, die wir... Ne, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Kann ich auch nicht spielen? Habe ich nicht genug? Kann ich nicht spielen? Also das ist natürlich Quatsch mit Soße. Und wir können ja auch nichts mehr kaufen. Wir haben natürlich auch echt Schaden genommen in dieser großen Endschlacht. Zum Glück haben wir da zwei Armeen gehabt. Unser zweiter Hansi ist auch weg. Der zweite, unser guter Mönch, der die Schlacht für uns gewonnen hat, ist auch weg. Guck mal, da ist der Wichtig-Tour-Typ. Er hier. Der da, King Atron. Starborn Cavalry Knight. Na gut, ich glaube, man muss fairerweise sagen, in der Story ist es, glaube ich, so, dass das ja sein Land ist. Wir sind ja zu Beginn hierher gekommen und haben seine Hauptstadt erstmal befreit. Und dann haben wir seine anderen Ländereien befreit. Ich gehe davon aus, unsere Ländereien wurden zerstört von dieser Pestilenz oder so. Und dann haben wir ihn hier befreit und jetzt haben wir das friedlich an ihn zurückgegeben, nachdem wir alles, wir haben es ja nicht nur befreit, wir haben ja auch die komplette Infrastruktur aufgebaut. Wir haben diese ganzen Siedlungen aufgewertet, ausgebaut. Das ist ja mit unserer Hände Arbeit passiert. Und jetzt geben wir dem einfach zurück und kriegen nichts. Und haben jetzt nur noch ein mickriges Einkommen. Das war so nicht der Plan. Aber egal. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, um eine Pause zu machen. Ihr Lieben, das ist Songs of Silence. Die Demo gibt es kostenlos auf Steam. Ich glaube, das Spiel kommt im Mai raus. In der Vollversion. Mir macht das Spaß. Kurzes Fazit. Es ist strategisch. Es hat diese beiden Komponenten, das Kämpfen und das Ausbauen der Wirtschaft. Man muss eine gute Balance finden. Wie investiert man sein Geld? Investiert man das in Truppen oder investiert man das in die Infrastruktur des Reiches, um dann wieder mehr Einkommen zu bekommen? Und es ist sehr entspannt, also es ist nicht so komplex, dass man die ganze Zeit das Gehirn am Rattern hat. Das ist ein schönes Spiel, was man so nach Feierabend noch irgendwie ein, zwei Stündchen zocken kann, ohne dass einem das zu viel Geisteskraft abverlangt. Und von daher, auch es macht Spaß. Mir hat das Spaß gemacht. Hat natürlich eine, also
ist ein bisschen natürlich jetzt auch limitiert, aber das gefällt mir irgendwie. Das ist nicht so überfordernd, nicht so überladend. Von daher freue ich mich auf die Vollversion. Vielleicht schaue ich dann nochmal rein. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich wie immer, wenn ihr auf YouTube schaut, über Kommentare zu diesem Spiel und Abos und so. Macht ihr ja eh nicht, ne? Also guckt ja keiner mehr. So, tschüss.